Lobo. Im Reich des Schneeleoparden. Auf Spurensuche im Himalaya. Ist er dort vorn, Sonam? Ja, Nurbu, genau dort ist er. Konzentriert starrt Nurbu auf die Felswand, die sich 60 Meter vor ihm jäh erhebt. Außer Felsbrocken, vereinzelten Büschen und ein paar Erdhöhlen kann er nichts erkennen. Plötzlich scheint sich an einer Stelle der Boden zu bewegen. Die Umrisse eines großen Tieres schälen sich aus dem schneebedeckten Hintergrund. Für einige Minuten tritt das Phantom der Berge aus der Deckung. Sein buschiger Schweif, beinahe so lang wie sein Körper, zuckt nervös. Er dreht den Ankömmlingen seinen massigen Kopf entgegen und wittert, als wolle er herausfinden, welche Absichten sie hegen, ehe er sich würdevoll in höhere Lagen zurückzieht und schließlich in einem Felsspalt verschwindet. Niemals zuvor hat Nurbu ein anmutigeres Tier gesehen. Komm, den finden wir wieder. Sonams Stimme reißt Nurbu aus der Trance. Er merkt, dass er noch immer die Stelle anstarrt, an der noch vor einem Augenblick ein ausgewachsener Schneeleopard stand. Sein Freund setzt bereits über den Fluss. Dann klettert er in atemberaubendem Tempo einen Hügel hinauf. Sonam ist in Tsingchen, einem ladakhischen Dorf auf 3.500 Metern Höhe, geboren und im Hochgebirge zu Hause. Bin auf dem Weg, japst Nurbu, der Mühe mit dem Aufstieg hat. Immer wieder verliert er im glitschigen Schnee den Halt und rutscht einige Meter abwärts, die er sich erneut erarbeiten muss. Von seiner Stirn löst sich ein Schweißtropfen und gleitet anschließend die rechte Backe hinab, obwohl das Thermometer minus 15 Grad anzeigt. Auf den letzten Metern bis zu Sonam keucht Nurbu und setzt langsam einen Schritt vor den anderen. Wie eine Schildkröte, merkt sein Freund taktvoll an. Sehr witzig, Sonam. Wie du siehst, führt die Sturheit der Schildkröte in meinem Fall ebenso zum Ziel wie die Hektik des hakenschlagenden Hasen. Sonam und Nurbu lachen. Sie haben sich zwar erst vor einer Woche kennengelernt, aber auf Anhieb eine Gesprächsebene gefunden, die sie seither mit persönlichen Erzählungen und kleinen Neckereien bepflanzen. Von Sonam hat Nurbu, wie es in der Ladakh-Sitte ist, einen neuen Namen bekommen. Nurbu, der Diamant, das passt zu dir, hat sein Freund befunden. Immerhin strahlt er bei der Aussicht, dem König des Himalaya von Angesicht zu begegnen, bis über beide Ohren. Damit war die Sache besiegelt. Sonam krönt ein dreibeiniges Stativ mit einem Teleskop und verfolgt dann die hundertfach nähergerückte Spur der Bergkatze, die sich klar auf der schneebedeckten Felswand abzeichnet. Nurbu assistiert ihm mit einem Fernrohr. Systematisch suchen die beiden jeden Quadratzentimeter der gegenüberliegenden Felswand ab. Keiner spricht ein Wort. Vermutlich hätte man in unmittelbarer Nähe einen Baum fällen können, ohne dass sich die beiden in ihrer Überwachung eines schroffen Stücks Wand hätten stören lassen. Ha! Ruft Sonam unvermittelt, fuchtelt mit dem linken Arm vor Nurbus Gesicht herum und zeigt mit der ausgestreckten rechten auf einen 400 Meter entfernten Felsen. Nurbu verengt die Augen zu Schlitzen. Er zuckt freudig zusammen, als er den Kopf des Gesuchten ausmacht. Majestätisch blickt der Gefleckte auf sie herab. Seit sie ihn das erste Mal gesehen haben, hat er sich nicht eine ihrer Bewegungen entgehen lassen. Eine halbe Stunde lang kann Nurbu seine Augen nicht von der Katze lösen, die sich, als sie sichergestellt hat, dass die beiden Störenfriede nicht zu ihr gelangen können, den ersten Sonnenstrahlen des Tages entgegenstreckt. Dann hält Nurbu unvermittelt in seiner Beobachtung inne. Er sprintet den Hügel hinab, läuft das Tal entlang und trifft im Zeltlager auf die anderen. Er hat ihnen viel zu erzählen. Die Hoffnung, einen der verbleibenden 300 Schneeleoparden Nordindiens in den rauen Berghängen des Himalaya zu entdecken, hat ein Häuflein Abenteurer nach Ladakh geführt. An der Kreuzung dreier Täler haben sie sich auf knapp 4000 Metern Höhe eingerichtet. Jeder von ihnen kultiviert eine andere Verrücktheit. »Du hast ihn gesehen, nicht wahr?« ruft Mike, als Nurbu wie ein Wirbelwind ins Lager stürzt. »Ich hol meine Sachen und komme mit.« Mike ist
in diese Geschichte gestolpert wie der einst Petrus ins Christentum. Einmal nicht aufgepasst, schon ist man der Fels, auf dem ein anderer seine Kirche bauen möchte. Dabei wollte Mike eigentlich nur etwas erleben, das sich größtmöglich von seinem durchgetakteten Arbeitsalltag in Chicago unterschied. Das die ladakischen Winternächte mit Stehstürmen und Temperaturen von minus 30 Grad aufwarten, erfuhr er auf der Hinreise. In Delhi deckte er sich mit einem Anorak, Fäustlingen und einer Skimütze ein. Derart ausgerüstet stapft er regelmäßig der Gruppe voran, auch dem Reiseführer Sonam, und zuckt gleichgültig mit den Achseln, wenn er sich für einen falschen Weg entschieden hat und wieder zurücklaufen muss. Er bleibt am liebsten für sich, spricht wie Bruce Willis und achtet darauf, dass er in jedem dritten Satz ein spitzmäuliges Shit oder zumindest ein hingerotztes You know einbaut. Nur wer ihn besser kennt, weiß, dass er eigentlich auf Rockballaden steht, ein exzellenter Koch und der Liebling aller Kinder seines Viertels ist. Seine Freunde wissen das, die anderen respektieren ihn. Ui! Ein Schrei, der zwischen Erstaunen und Entzücken oszilliert, eine Oktave über dem Erträglichen angesiedelt ist und daher einem zweigestrichenen Fiss gefährlich nahe kommt, fällt mit Mikes letzten Satz zusammen. Joanne, die einzige Frau der Gruppe, hat ihn freigesetzt. Sie ist zum 11. Mal in Ladakh. Dieses Mal ist sie von Bhutan aus angereist. Keiner weiß mehr über das Land als sie, auch Sonam nicht, der immerhin hier geboren wurde. Seit 15 Jahren ist Joanne dabei, Buddhistin zu werden. Ihr Mann, der in Glasgow auf ihre Rückkehr wartet, runzelt die Stirn, wenn sie fernöstliche Worte in ihre Rede einstreut, die alle auf A enden. Mantra, Mandala, Siddhartha. Yoga, Tantra, Gautama. Samsara, Dharma, Buddha. Im Unterschied zu vielen anderen weiß Joanne jedoch, was das jeweils bedeutet. Ich habe doch immer gesagt, dass wir erlöst werden. Pete klatscht in die Hände und wirft David, der vor einem Lagerfeuer kauert, einen triumphierenden Blick zu. Seit dem Tod seiner Eltern reist Pete atemlos von einem Wallfahrtsort zum anderen. Fragt man ihn nach seinem Beruf, sagt er konsequent Jünger oder gleich Messias. Jede Religion, die er kennenlernt, empfindet er als problematisch, doch ohne kann er auch nicht leben. Mit den Frauen geht es ihm ganz ähnlich. Sein Lachen kippt zuweilen ins Hysterische und setzt die Ahnung frei, dass es eine tief sitzende Verzweiflung verdeckt. Pete möchte hier seine indischen Wurzeln finden, die ihm seine Mutter nicht zeigen konnte, da sein Vater sie noch vor Pete's Geburt nach Kanada mitgenommen hatte. Den wortkargen David hat Pete augenblicklich ins Herz geschlossen. Bislang hat Nobo noch nicht herausgefunden, ob das allein an dessen biblischen Namen liegt oder daran, dass David von Anfang an klargestellt hat, dass er mit Religion nichts am Hut habe. David hat vor kurzem die große 5 getroffen und sich vorgenommen, alle Länder der Welt bereist zu haben, ehe er 60 wird. Er ist einer jener Typen, denen man zutraut, einen Flugzeugabsturz zu überleben, einem Tsunami zu entkommen und nach einem Erdbeben als Erster den anderen zu helfen. Einer, der das Weiterziehen im Blick trägt und, sieht er einen ladakischen Berg, bereits vom bolivianischen Altiplano schwärmt, auf dem er bald herumstreifen wird. Eine Ahnung dessen, was er noch sehen wird, umhüllt ihn. Sie korrespondiert gut mit dem offenen Blick, den ihm seine Heimat, das australische Outback, von der Wiege an mitgegeben hat. Und Nurbus fixe Idee? Welche Verrücktheit kultiviert er? Er treibt es auf die Spitze. Nurbu meint noch immer, eines Tages durch das Schreiben von Reisegeschichten Geld verdienen zu können.